Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hat der da auf den Kopf zum Teufel? Wo ist die schöne Panda-Mütze? Na, anlässlich zu diesem tollen Spiel habe ich mir mal meine Haare mal spontan etwas länger wachsen lassen. Nein, es ist natürlich eine Perücke, aber... Und ich bereue es jetzt schon, weil es ist, glaube ich, sehr, sehr warm da drunter. Ja, wollen wir mal reinschauen. Wayne's World. Darauf bin ich gekommen, weil das irgendwie in jeder Konsolengeneration zu der Zeit zu den Top 10 schlechtesten Spielen gehört. Und ich dachte mir, okay, da müssen wir einfach mal tiefer reinschauen. Und zwar in die Super Nintendo-Variante. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Das habe ich auch auf meiner Flop 10-Liste SNES. Boah, was war das da? Platz 10 oder so? Keine Ahnung. Ich hoffe, die Haarpracht... Ich fühle mich ja ganz toll damit. Kann da retten. Okay, es ist Freitag. Okay, Party on Wayne. Hauen wir mal rein auf jeden Fall. Ja, der Film ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ehrlich gesagt, sehr, sehr lang. Aber ist natürlich ein sehr bekannter, sehr beliebter Film. Und man fragt sich, hey, wie machen sie diese legendären Film? Wie kann man den in ein Videospiel umsetzen? Ja, natürlich. Es ist ein Plattformer. Ja, also wir können springen, wir können mit der Gitarre schießen, würde ich mal sagen, ist das. Und wir sind in einem Musikstore anscheinend gelandet und müssen gegen Instrumente kämpfen. Ja. Tolle Idee. Und vor allem, schaut euch mal, wie dieser Musikladen aufgebaut ist. Keine Treppen, ihr müsst alle hier immer rumspringen. Und ja, die Elektrik ist natürlich giftig, ne? Klar. Tolle Sprachsamples. Not. Not. Oh, das war aber gemein. Okay. Diese, was ist das? Ziehharmonika, ne? Die kommen ganz schön überraschend, muss ich sagen. Schon tot? Ha! Wenn ich es in der Luft mache, dann mache ich hier mit Anlauf. Was muss ich hier überhaupt machen? Zum Ausgang gelangen, schätze ich mal. Oh, diese Haarpracht. Herrlich. Sollte ich mir lange Haare wachsen lassen. Ich muss ja irgendwie hoch, aber... Was sind denn diese Symbole da oben? Ein Pfeil nach oben habe ich jetzt gerade eingesammelt. Denn Herzen werden wahrscheinlich Lebensenergie sein und Daumen hoch sind Leben, oder... Excellent. Hm. Auch die Musik, ne? Wenn man bedenkt, dass das, der Film so schöne Musik hat und hier so ein austauschbares... Nichts sagendes Geschisse. Oh, ich muss darüber springen, aber weil da in der Ebene drüber Gegner sind, werde ich verletzt. Ich kann den Gegner ja gar nicht ausweichen. Ja, natürlich. Wenn er in der Hocke ist, kann er natürlich keine Gitarre spielen. Wäre ja auch zu einfach, ne? Mal gucken, ich gehe mal so quasi auf Dauerfeuer, auch wenn es natürlich vom Ton her jetzt etwas, ein klein bisschen nervig ist, klar. Was war das denn? Also die Musik, ich weiß nicht. Oh, da bin ich doch gelandet! Bescheuert ist das Level-Design, ganz ehrlich, was soll denn das? Also, die Steuerung ist einigermaßen okay, aber dieses Level-Design, weil man kann den Gegner gar nicht so richtig vorhersehen und man sieht auch gar nicht so richtig, wo man irgendwie reinspringt. Und immer von vorne anfangen. Jetzt habe ich ein F eingesammelt für... Ihr wisst, was ich sagen will.
Ich lasse es einfach mal. Okay, jetzt habe ich irgendwie mehr Power auf der Gitarre. Warum auch immer. Also ich schätze mal, ich muss irgendwie nach unten. Ja. Ja, schon wieder dieses Kacke hier mit den... Wir sollen es wenigstens die Ebenen so machen, dass man nicht quasi halb in die oben liegende Plattform springt. Mein Gott, ey. Wer hat sich das denn ausgedacht? Hier bleibt ja wirklich nur übrig, die Gegner quasi auswendig zu lernen. Alter, wird es unter der Perücke warm, sag ich euch. Die armen Leute, die sowas an Fasching oder sowas... Ja, ich sag Fasching. Ich bin gebürtig Norddeutscher. Den ganzen Tag quasi anhaben. Ich bin doch da drauf gelandet. Ist schon wieder von vorne. Ich will nicht mehr. Da helfen auch nicht die wunderschönen Haare. Vielleicht hätte ich mir, wie unser Protagonist hier, noch eine Mütze oben draufsetzen sollen. Vielleicht hätte das es irgendwie besser gemacht, aber... Wenn ich jetzt wieder hier hochspringe... Na komm. Die Trommeln sind ja irgendwie so eine Art Trampolin, genau. So. Das heißt, ich erledige die jetzt hier oben. Ah, ein extra Leben. Ja, oder... Ach, komm. Ey, diese Kacke hier mit den blöden Boxen, mit den... das ist so fummelig und... Mann! Es macht keinen Spaß. Definitiv nicht. Also Gegnerplatzierung ist scheiße. Levelaufbau... Was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Oh, ich denke mal, da seid ihr mit mir. Na, ich will da runter. Warum bekämpft man in diesem Spiel? Das hatte ich ja schon vorhin. Das ist ein bisschen bescheuert, weil wenn man das einsammelt, dann bleibt das Spiel ja kurz stehen, um seinen Sprachsample abzuspielen. Und dann fällt man quasi, man hat dann kurz die Kontrolle nicht, man fällt ihn quasi das nächste Hindernis. Ich glaube, ich werde wieder nicht weiterkommen. Wieder das F wie... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es einfach. Wie sollte ich da unten bitte schön weiterkommen? Ach ja, jetzt müssen wir hier in Trommel springen. Ah, Mann. Sowas hasse ich in jedem Spiel. Ich hab die Trommel doch getroffen. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Nee. Wieso, wie kann man aus so einer fantastischen Filmvorlage so einen absoluten Müll, aber auch wirklich Müll machen? Warum? Ich hoffe, ihr habt wenigstens meine Haarpracht heute bewundert. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!